Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video hier vom World of Trucks Event. Happy Halloween 2023. Wir stehen hier noch in Durango in Colorado und wir schauen einfach mal, wohin die Reise diesmal geht. Sieht nach Oregon aus. Sogar gar nicht mal so weit die Strecke diesmal. Nur 876 Meilen. Gefällt mir, dass es so eine kurze Strecke ist. Dann. Es gibt zwar nicht ganz so viel, gefühlt nur 40%, nur 60% von dem, was wir sonst mal bekommen an Kohle, aber die Streckenanzahl gefällt mir doch schon ganz gut. Zwar nochmal kurz einen Zwischenabschnitt mit Schlafen und so, aber gar kein Problem. Nehmen wir den Auftrag an, es ist der, der uns am meisten bezahlt, auch pro Strecke wahrscheinlich, also vom Preis-Streckenverhältnis her. Dann werde ich nach dieser Fahrt, das ist, also, ja, ist ja gut. Das heißt, dann werde ich, die Fahrt endet ja ungefähr so gegen 17 Uhr circa, also wir haben jetzt gerade 15.30 Uhr. Genau, von daher werde ich dann einfach gleich so gegen 17 Uhr einkaufen. Zeitlich passt das hier auch super. Machen wir sogar doppelt straight und biegen jetzt hier rechts ab. Komme ich auch hier lang? Ich glaube nicht, ne? Probieren wir es einfach mal. Na doch. Bisschen mehr aufgedeckt. Dann würde ich sagen, eine Abfahrt. Über eine Sache muss ich noch ausmachen. Das. Ich glaube, vielleicht mache ich es sogar auch sogar so, dass ich dann, während ich einkaufen bin, dass ich dann eben hier auch ein Fenster aufmache, damit hier auch im Raum ein bisschen frische Luft ist. Ein bisschen mehr Sauerstoff, meine ich. Und da ist ja inzwischen, wenn ich gerade mal das hier bearbeiten quasi, indem ich Audacity quasi mache und so, dass ich dann in den 10 Minuten ein Fenster auch mal aufmache. Ein bisschen Sauerstoff wäre ja nicht verkehrt. Oh. Wunderbar. Da werden auch wieder so ein paar Nachtfahrten sein, ne? Double Left? Ja. War jetzt grün oder nicht? Ich war jetzt zu sehr abgelenkt von dem. Von der Kreuzung hier. Das nicht ganz mitbekommen habe. Ja, frisch repariert, ne? Ich war hier lange nicht mehr. Sehr lange. Ich glaube, das letzte Mal. Ich weiß gar nicht. Wie lange jetzt genau, aber ich würde sagen, doch schon so 3 Jahre vielleicht. Aber hätte ich trotzdem vorhersehen können sollen. Dass die Kurve doch ein bisschen enger ist, ne?
Dann hoch auf 65. Wobei in den Kurven jetzt nicht unbedingt. Gehen wir runter auf 50. Zwar auch nicht die 45, aber. Ah, die 50 ist doch schon ganz in Ordnung. Auch in der 40er-Kurve oder empfohlenen 40er-Kurve doch vielleicht abbremsen. Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, was ich einkaufen wollte. Ja, super. Irgendwas war da, also irgendwas war da, wo ich mir dachte, okay, ja, das wäre nicht verkehrt. Aber vergessen. So wie es sein sollte, ne? Wetten wieder raus. Jawohl, Ehrenrunde. Go straight. Interessante Farbe. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen, so ein. Ja, ich hätte jetzt Flieder lila gesagt, aber ich glaube, für Flieder lila ist es immer noch ein bisschen zu hell, oder? Stay right and then turn right. Hätte ich jetzt zumindest so gesagt. Turn right. Never mind. I'll find a new route. Ja, finden noch mal eine neue Route. Stay right and then turn right. Turn right. Er möchte hier auch lang. Boah, ich finde das echt cool mit den Trailern und so, die hier immer abgestellt stehen. Das ist, ich weiß nicht, ob mir das einfach bisher noch nicht aufgefallen ist und ich einfach eben auf dem Schirm habe, aber es ist echt nice. Ja, diesmal lassen wir den auch Platz. Und machen nicht denselben Move wie im letzten Video. Na, also grün, rot, gelb, geradeaus. Das ist scheinbar rot. Super. Ja, wie gesagt, Feinds sind da. Strafen müssen. Getilgt werden. Aber die 10k Meilen, die knacken wir auf jeden Fall in diesem Event. Ich denke mal, das Event endet bei mir so mit 15.000 Meilen, die ich an Event gefahren bin. Ja, okay, mal, dürfen ja 30 fahren, ne? Wenn wir gleich hier wieder von der Wagenstation runterkommen, dann dürfen wir immer noch nur 15 fahren. So 100%. Okay, ja gut, zumindest war das letzte Mal so. Ich weiß nicht mehr, wie das zuvor mal war, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir gleich noch 15 fahren dürfen.
Ich weiß wieder, was ich vergessen habe auszuschalten. Mach ich dann vielleicht, wenn ich. Ich mach's einfach jetzt. Sonst vergesse ich das wieder. Option, was war das nochmal? Ach ja, Gameplay. Ausschalten. Frage ich mich, ob das auch Spieleinstellung ist vom. Ich habe mir noch nicht nachgeschaut, deswegen sage ich es einfach. Vielleicht wisst ihr das ja. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ganze, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und ihr weitere Videos hier im im American Truck Simulator oder Euro Truck Simulator nicht verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Und gebt dem Video ein Like. Das erfreut den YouTube-Algorithmus immer sehr. Also, vor allem das Like. Caution. Please mind the speed limit. Get ready to turn right. Wo war ich? Ich hab's vergessen. Super. Einen Gedanken weg, ne? Achso, ja, hier, ob das Spieleinstellung ist oder Audioeinstellung mit dem, ne, mit dem Warnton, das rechts neben einem was ist. Oder ob es halt wirklich, am Truck liegt. Ob, was für ein Baujahr der ist und so. Ob der das Feature hat. So, 35. Dann biegen wir jetzt auch, halten uns links. Ich weiß gerade gar nicht, wir können uns rechts halten und links halten. Ich wollte eigentlich auch Motorbremse machen, aber brauche ich ja nicht mehr. Ich komme dann immer aus V, nicht auf die Betas, sondern auf Sau. Also was heißt immer, jetzt so in den letzten Male, wenn ich die Differential eingeschaltet habe, wollte ich eigentlich immer die Motorbremse nutzen. Wenn man die richtigen Knöpfe nicht trifft, ne? Ich komme da noch drauf, was ich nochmal einkaufen wollte. Aber ich sollte zumindest im nächsten schon drauf kommen. Wäre empfehlenswert. Ich weiß, was ich noch vorher machen wollte. Ich wollte noch mal vorher im Briefkasten gucken, ob da jetzt mittlerweile endlich mal die dämlichen Coupons sind für die gelben Säcke. Ich nehme vielleicht wahrscheinlich eine Rolle oder so nur, aber reicht ja bis Ende des Jahres, dass ich dann holen kann, abholen kann mit beim Einkaufen. Aber ich komme nicht drauf. Mir ist zwar wieder was eines eingefallen, was ich einkaufen wollte. Hm. Wenn wir jetzt gerade nochmal hier die freie Bahn haben. Machen wir dann hier einen Einkaufszettel? Da haben wir einen Einkaufszettel. Weißes Ding nochmal. Desinfektionsmittel. Infektionsspray. So, habe ich zumindest eine Sache aufgeschrieben. Ich bin echt gespannt, wie das mit der 1,49 wird dann, ne? Hier mit dem diesigeren Hintergrund. Nebel ist dann auch schon echt nice. Den Greased Trailer, den schaue ich mir dann nach dem Einkaufen an.
denke mal, ich kann auch so ungefähr mit 3 bis 4 Stunden rechnen für die beiden anderen Videos danach noch. Wenn ich da wirklich umsetzen und einkaufen gehe, dann wäre ich eigentlich relativ gut fertig. Was haben wir? 55. Aber jetzt gerade kurz denkt sich, ob es jetzt eine 50 war oder eine 30. Dann gehen wir wieder rechts ab. 7 Meilen noch, 800 besser gesagt. Stay right and then turn right. Weiß, wenn ich jetzt hier gerade die Mud Flap sehe vom Truck vor uns, was auch geil wäre, Dreckpartikel bei vom vielen Fahren oder so, oder vom Fahren, wenn man durch die Wüste oder so fährt, oder durch sandige Landschaften, und dann auch die Implementation von Waschanlagen oder Waschstraßen. Allerdings ist es, glaube ich, wieder so ein Ding, ähnlich wie mit dem Schadensmodell. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das so ein Ding ist, was die Truckhersteller halt eher weniger gern sehen. Wobei vielleicht vom Dreckig werden vielleicht schon eher als jetzt ein realistischeres Schadensmodell. Daran erinnere ich mich noch, dass ich das, dass es 2020, glaube ich, gesagt wurde, oder 2019. In einem von deren ja, ich glaube, das war, glaube ich, in einem FAQ. Zumindest habe ich es abgespeichert. Was ja auch 55 wäre besser gewesen. Ich sollte mich doch wieder ein bisschen mehr nach den gelben Schildern richten. So wie ich es ja eigentlich gemacht habe vorher auch. Aber jetzt gerade mal in diesem Moment nicht. Und das war doch schon ein bisschen knapp. Das war ja schon ein bisschen knappes. Für der 60 oder für der 55? Ja, für eher 55. Eigentlich nicht, er fährt eher 58, aber. Der gleich sowieso wieder ein bisschen langsamer, I guess. Okay, wir jetzt mal holen unser Rock. Ich glaube, ich sollte mich eher links halten, da war ja was. Doch nicht? Ich dachte, das wäre so gewesen. Wir sind ja auch diese Richtung gefahren, allerdings auch bei Tag. Nicht so wie die letzten beiden Pass, wo wir hier vorbei gefahren sind, bei Nacht. Aber diese Fahrt ist ja auch ein bisschen weniger danach, also wir haben auch ein bisschen mehr Tagesfahrt. Aber mittlerweile steht die Sonne sowieso nicht mehr am Horizont, von daher. Den Faktor habe ich jetzt auch nicht mehr. Und dann fahren wir hier mal mit, ich glaube, mit 35 durch Moab. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir nochmal runter mussten nach 25. Zumindest auf 30. Dann muss ich nochmal kurz ein bisschen mehr in Eisen gehen. Überlegen, wie ich einkaufe. Samstag werde ich ja nochmal einkaufen gehen.
Was er vielleicht morgen nicht einkaufen muss. Muss ich auf alle Fälle einkalkulieren mit dem Einkaufen gleich. Und wir dürfen wieder beschleunigen. Ah ja, jetzt haben wir eine Arbeitsagentur, war das, ne? Ja. Arbeits Agency. Eigentlich für dieses Profil nicht relevant. Andererseits habe ich es ja auch gemacht bei World of Tanks Profil in ETS 2. Aber sicher doch. Und Hochbeschleunigung auf 65. Was, 35? Ja, doch schon. Sind wir wieder beim Staudamm? Glaub schon, oder? Weiß ich nicht. Ah, wir beschleunigen mal wieder. Ein bisschen Zeit reinholen. Wir sind ja schon eine Viertelstunde unterwegs für 100 Meilen. Aber die Beschleunigung, die hängt sich ja auch gleich wieder ab. Wir sind mittlerweile auf einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 52 Miles per Hour. Die war schon mal höher. Die war schon mal auch bei so weiten Strecken hier auf. Auch bei so. Ein bisschen im längeren Verhältnis her zu fahren. Schon mal bei 35. Bei 53. Turn left. Mal schauen, vielleicht können wir die Dings auch wieder ein bisschen höher schrauben. Es sei denn, es wird vorne so gestrichen, dann bleibt die Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich weiter unten. Aber wir fahren ja jetzt auch, glaube ich, relativ viel Interstate. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wieder Zeit gut zu machen. Ich glaube, wenn ich mich hinlegen muss, hole ich mir noch was zu trinken, wobei das eigentlich reichen sollte. Ich eigentlich eh hier nach einkaufe. Natürlich wieder so geschlichen, ne? Ja, ich sollte mir was zu trinken holen. Stay right, and then exit right. Exit right. Schneller zu, danke. Ist aber vor voll Gewehr, ne? War schon richtig geschehen zu bleiben. Auf die eine oder andere Art und Weise.
Und wieder 55 Meilen. Mehr oder weniger für die Kurve. Aber die fahren auch wieder, die schleichen jetzt auch wieder. Wir fahren leider nicht intercept, wir fahren leider jetzt. Gut, gerade noch ein Highway-Abschnitt, aber eher Freeway jetzt. Zum Glück jetzt Freeway, zum Glück jetzt wieder zweispurig. Aber wir verlieren gerade gut Tempo und ich muss mich eigentlich wieder rechts einsortieren. Weil ich das nicht vorher schaffe. Aber der fällt jetzt auch besonders langsam da vorne. Meine Güte. Ja, wir schleichen wieder hinterher. Kommt da noch Interstate? Bitte, ja, danke. Nee, noch nicht. Aber ich glaube, könnte nach Price wieder Interstate kommen. Oder das Price. Ja. Das im späteren Abschnitt dann wieder auf den Interstate kommen. Da nach Salt Lake City oder an Salt Lake fahren wir jetzt vorbei. Motor 55, 60 ist ja eher too much. Nehmen wir die Ausfahrt halt mit. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Go straight. Super. Da haben wir Zeit gekostet und war unnötig. Und auch Geld, was jeden am Truck beschrift. Beschrift, genau. 200 Mal habe ich jetzt unter runtergerattert bekommen. Gerade mal. Ich meine, wir sind ja eigentlich fast vom Gefühl her nur 50 maximal gefahren. So eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 40 Mal habe ich jetzt gerade gefühlt gehabt. Bin 300.000 Ortsdurchfahrten und langsamer KI vor uns. Das ist vielleicht an der Zeit, wieder ein bisschen Zeit gut zu machen. Dann haben wir drauf 3% schon wieder. Und die nächste Waage. Ich glaube, es ist gerade 1:0 für Waage. Aber diese Waage irrelevant für uns, weil falsche Richtung. Wobei, die war einfach nur geschlossen. Aber ich glaube, die könnte sogar offen sein. Es gibt dann geschlossene und
die immer geschlossen sind und es gibt Leute, ach Leute, Wagen, die auch offen sein können, aber auch geschlossen. Hätte ich jetzt zumindest so reininterpretiert. Wahrscheinlich hoch auf 60. Bin ja auch mal gespannt, wenn die eine 1.59 nachfahren sind. Gut, ich könnte natürlich die. Weiß, ist es eine Open Beta gerade oder eine Closed Beta? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist, glaube ich. Ist das eine Closed? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann auch eine Open Beta sein. Aber ich warte einfach, bis es draußen ist. Und schaue mir das Ganze dann an. Dann an, ja. Meine Güte. Doppelt ist dann. Ah, finde ich gut, dass wir gerade vorankommen. Ich glaube, ich werde es dann auch so machen, dass ich dann. Ja. Also ich dann, wenn gerade kein Event ist, kein World of Tanks Event ist und ich dann hier. Ne? LKW und so, gebraucht LKW kaufe, restauriere, repariere, wie dem dann auch sei, und ich dann mit dem Fahrer, dass ich dann auch, wenn es eine Trip Bums Dings und so weiter ist, wie jetzt hier in diesem Fall, dass ich dann die auch nicht zurücksetzen werde und das quasi so das Ding ist, was dann zwischen den Events ist, was ich dann gefahren bin. Dann bezieht sich das nur auf das Gefahrene und nicht das Eingefahrene, was Geld und was ich betrifft, aber. Go straight. Bisschen Statistik dann. Mal so ein bisschen was zu sehen, was ich dann so gefahren bin. Finde ich zumindest interessant. Aber ich bin ja auch eher so ein Statistikmensch. Und Listenmensch. Mache ich auch bei Neverwinter so. Werde ich dann irgendwann demnächst in neuen Jahren auch bei Guild Wars 2 machen. Da habe ich bisher noch keins von den DLCs, Add-ons ist es, glaube ich, eher, mir geholt. Ich denke mal, ich werde bis Ende des Jahres dann, also würde ich mir ein neues Jahr holen, und habe ich mir so gedacht, dass ich mir das im neuen Jahr hole. Bis dahin bin ich noch bestimmt Level 80 mit meinem aktuell einzigen Char. Aber auch nur eventuell, ne? Also ich muss erstmal erst die Zeit finden. Und dann muss ich das doch hinbekommen. Also ich kann es halt, ich würde es halt nur machen, wenn ich halt gerade nichts anderes wie Neverwinter. Neverwinter ist dann ja doch schon ein bisschen Main. Wenn da gerade keine Events sind oder sonstiges, habe ich dann in Guild Wars 2 wieder weitermachen. Bin ich jetzt, glaube ich, auch in Anführungszeichen nur noch
nur noch 16 Level entfernt von Level 80. Aber alles werde ich auch machen. Das steht schon mal fest. Allein für spätere Farmen und so. Also fürs den Alten immer platzieren, fürs AFK, Gold Farm mehr oder weniger. Also was heißt AFK, ne? Aber fürs Daily Chest Open und so. Aber das ist auch eher zukunftsmäßig für 2024. Endlich wieder mit Fullspeed unterwegs. Jetzt kann man wieder Meilen runterbrechen. So, da wird das jetzt auch wieder eine neue Mod draußen, ein neues Modul. Die Weeklys habe ich jetzt zumindest schon mal durch. Also das für diese Woche ist ja wieder so ein 10-Wochen-Ding. Heißt, aktuell ist mein Fokus dann jetzt doch eher wieder so ein bisschen auf Equipment Farm. Während ich Profession und Guild, die Guild, den Stronghold ein bisschen hoch pushe. Aber ein bisschen hoch pushe. Also ich pushe es ein bisschen hoch, aber ich muss eigentlich viel mehr hoch pushen, weil, ja. Ich glaube Level 12 brauche ich bei der Guild Hall und Level 8 beim Marketplace, um wirklich so mit Mastercrafting weitermachen zu können. Also ich habe ja schon damit angefangen. Aber dann bin ich aus der Gilde geflogen wegen Inaktivität. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da das so eine Inaktivität war oder ob es so eine gezwungene Inaktivität war. Und dann haben wir uns ja eine eigene Gilde gemacht, aber mittlerweile bin ich auch der Einzige, der dann noch aktiv ist. Deswegen ist es ein bisschen mühsam gerade zu farmen. Boah, da ein bisschen voranzukommen. Ja, ich denke, wenn man so ein bisschen mehr die Zeit hat, muss ich mal gucken, dass ich dann irgendwie Allianzen schmieden kann, damit Leute von anderen Gilden vielleicht auch ein bisschen in den eigenen Stronghold-Koffer was reinpacken. Damit der Fortschritt ein bisschen fixer ist. Warum denn rechts halten? Ich habe erstmal ein bisschen weiter links. Ich habe das Gefühl gehabt, die wollten eigentlich jetzt hier rauf, aber. Auf die Bahn. Okay, Waage. Safe Call, oder? Es ist gerade immer noch 1:0. 2:0. Recomputing.
die alle auch rausfahren, aber vorbeifahren. Bis auf wir müssen rauf. Return to Interstate, jawohl. Das Gewicht ist ja immer dasselbe, ne? Ja. Ja, der Kenworth, der ist echt nicht leider. Ach, Kenworth. Meine Güte, der Cascadia ist leider echt vom Gefühl her nicht stark. Aber ich bin schon froh, dass wir nicht ganz so. Also vom Gefühl her ist er halt echt nicht so sonderlich powerful, obwohl er, glaube ich, den besten. Ne, den besten Motor hat er schon. Ich glaube, den besten Motor hat er schon. Glaube ich. Ja. Wie das mit dem International Lone Star ist, weiß ich gerade gar nicht genau. Auf alle Fälle ist er noch schwächer von der PS-Zahl her als dieser Freighter in der Cascadia. Hier auf dem Profil. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann vielleicht auch den pushe. Also dass ich ihn nochmal mich nochmal in den reinsetze und den dann full mache nach diesem Event. Ne, die fahren jetzt wieder schnell ab. Ich kann hier bleiben. Jetzt bremsen natürlich wieder, ne? Oh, der fährt doch wahrscheinlich Ende ab. Ah, er bremst. Oder abbiegen. Ne, er will nicht abbiegen. Er will einfach nur langsamer werden. Das Problem ist, ich kann halt nicht schneller als 65, ne? Und die anderen können prinzipiell 80 fahren. Gleich nochmal dran vorbei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt sind auch langsamer, ich bleib nochmal hier. Ich bleibe auf der linken Spur. Aber ja, das wird dann die nächsten Tage dann auch schon bei Neverwinter ein bisschen so grinding. Wenn ich mal halt dann auf die das Equipment ein bisschen hochpushe, um mal ein bisschen besseres Item-Level zu haben und besser in den Kämpfen zu sein. Dann muss ich dann jetzt nochmal ein bisschen mehr Kohle ranbekommen, ein bisschen mehr AD. Also ich würde mir jetzt das AD erfahren, was ich brauche, was halt, glaube ich, insgesamt 2,4 Millionen sind. Was im Grunde genommen ja so ein Äquivalent wäre zu 24 Tage ja den Daily Minimum Rough Astral Diamond Dings zu bekommen. Wobei, was glaube ich auch nicht verkehrt ist, dann kann ich mir eventuell vom Seal of Trader kann ich mir dann die Währung eintauschen und so und hab da zumindest schon mal ein bisschen besseres Gear, glaube ich. Oder gleichbleibendes, ich weiß gerade gar nicht, was es so wie dem gerade so ist. Und ich muss auch auf alle Fälle Seal of the Dragon dann irgendwann farmen, aber
um alle Boons zu bekommen, die möglich sind jetzt mit dem neuen Boon-System. Muss ich noch mal gucken. Eigentlich muss ich da auch diese Woche eigentlich versuchen, zumindest wo ich Weeklies brauche für die Boons, die noch fehlen, dass ich die cappe. Nächste Möglichkeit sollten wir uns hinhauen. Aber noch so circa. Will ich mich bei der Waage bei Twin Falls hinhauen? Ja, nee, wir fahren noch jetzt zur Rest Area. Mal schauen, ob es jetzt ein 13-0 wird oder. Nee, wir müssen raus. Safe. Ich hab's ja gesagt. Oder legen wir uns hier hin? Ich glaube, ich lege mich hier schon. Parken wir zwischen den beiden LKWs. Und hauen uns hinten rein. Boah, ist das hell. Gut, dann weiter im Text. Ich weiß gar nicht, wie viele Meilen das nochmal waren, aber werden wir gleich sehen. 300 Meilen nach, wo fahren wir denn hin? Genau, Burns, Coastline Mining in Burns. Freie Bahn zum Einfädeln und geradeaus weiter Richtung Twin Falls auf die Interstate 84 East. East? Haben wir nicht nach Westen? Oder bin ich jetzt ganz blöde? Ich weiß Nordwesten und jetzt westlich gleich. Jo. Weird. Oh je. Na, ich bohre mal ein bisschen rechts, ne? Wir wollen ja mit Speed auf der Autobahn. Autobahn vor allem auf Interstate. Hier war doch 68 West. Mache ich vorbei. Ich halt Idaho. Was mit Idaho mit den Kartoffeln, die man da hier so, ne? Das wäre auch eine Idee, was man machen könnte, wenn es so eine Spare Time gibt zum Weihnachts World of Trucks Event, nennen wir es mal einfach so, da es ja doch immer mal wieder einen anderen Namen hat.
man dazwischen so ein bisschen die Achievements abfahren kann. Wo man jetzt bestimmte Frachten fahren muss. Hätte was, würde ich sagen. Ne, aber dann ab der 1.49 würde ich sagen. Wobei die werden auch safe erst raus sein. Also die werden safe raus sein, wenn ich alles hier, alle Events durch habe. Das muss ich jetzt aber was schauen. Ja, perfekt. Ich war mir sicher, aber ich wollte sicher jetzt nochmal nachschauen. Mensch, zeitlich gesehen doch wahrscheinlich sogar ein bisschen früher dran mit loskommen, als ich dachte. Vielleicht bin ich ja sogar um 4:45 dann hier. Wieder zu Hause zurück. Kann er weitermachen im Text. Ja, ups, raus muss ich jetzt nicht, haben wir schon. Einfach weiter im Text. Ach, gib doch nicht auf den Sack mit dem Scheiß. Ähnliches würde ich sagen, könnte man dann auch im neuen Jahr dann angehen. Zwischen dem Grand Gift Delivery Event. Ich sollte es lieber Weihnachtsevent nennen. Zwischen dem Weihnachtsevent und dem Griechenland Release. Aber schauen wir mal, wie es dann wird, ne? Lassen wir die Zeit erstmal kommen. Und konzentrieren uns erstmal auf Halloween und Cruising the Balkans. Burns? War das Burns? Burns war das, genau. Ich habe übrigens wieder was vergessen. Ich wollte mir ja in der... im Zwischenstopp nochmal was zu trinken holen, aber ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Das kann ich dann machen. Nach dem Einkaufen. Davor brauche ich es nicht nochmal. Wir erreichen bestimmt noch mit den beiden, mit dem Fahrten heute noch die 200 Stunden Fahrzeit. Wahrscheinlich sogar mit der Fahrt nach dieser Fahrt. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Wenn ich jetzt bloß noch wüsste, was ich auf dem Schirm hatte, einzukaufen, wo ich Dinge auf dem Schirm habe. Ja. Wie das halt immer so ist, ne? Wenn man sich nicht direkt ausschreibt, vergisst man es wieder. Ja, es ist doch immer so. Oh ja, das mit dem Sauerstoff im Zimmer wäre schon keine schlechte Idee zwischen den Fahrten. Ich merke, wie ich jetzt schon müde werde. Wieder, die Augen zumindest. Stay left. Aber da wird der Sauerstoff wahrscheinlich zumindest ein bisschen was bringen. Right lane ends. Dann sortieren wir uns mal ein, ne? Noch 150 Meilen. Bis Burns ist noch nicht ausgeschildert. Übernächste Woche habe ich auf alle Fälle 2 Wochen Urlaub. Aber ich weiß nicht, wie ich dafür zukomme, ob ich da auch so exzessiv ETS2 aufgenommen bekomme. Vielleicht eine Folge pro Tag, I don't know. Oder vielleicht 2, aber der Fokus liegt dann doch eher bei was anderem, was ich im Urlaub zu erledigen habe. Nix mit Urlaub. Sagen wir mal so. Ich würde sagen, mit 40 jetzt gleich raus. Oder 35 vielleicht. Exit right. Okay, 25er Exit für die Ramp. Schon recht angemessen, würde ich sagen. Und dann fahren wir durch Ontario durch. Ich beschleunige mal auf ein bisschen mehr, dass wir einfach noch bekommen. 65 halte ich für ein Gerücht. 35 schon für angemessen, ne? Oh ja, ich denke mal, dass ich dann auf alle Fälle... Ich denke mal, ich komme... ne, Moment, doch, ja, klar. Ich werde wahrscheinlich vor dem Urlaub auf alle Fälle dazu kommen, dann ein bisschen... um mir die Zeit nehmen, ETS 2 dann zu machen. So ein bisschen. Dass ich zumindest ein bisschen
Vorbereitung auch schon hochladen bekomme. Denn ich habe auch noch mal in der letzten Woche vom Urlaub habe ich auch noch mal wieder Samstag und Samstag frei, Sonntag nicht so ganz frei, aber ein bisschen frei. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Mittwoch habe ich auch ganz frei. Ich weiß es auch gerade gar nicht mehr. Turn right. Stay left and then turn left. Turn left. Und da ist die Switch ausgegangen. Ich habe keine Uhrzeit mehr. Ah, und ich glaube, ich gucke mir dann im Urlaub dann wahrscheinlich Ende der ersten Urlaubswoche hole ich mir dann vielleicht meine PS4 wieder. Da die nicht mehr in Benutzung ist. Und dann habe ich. Kann ich nebenbei dann, wenn ich Streams schaue, dann auch dort ein bisschen reingrinden. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ist keine hohe Priorität. Burns, 112 Meilen. Wir haben noch 114 Meilen. Also wir fahren sogar noch in Burns rein. Wir fahren auch zu Warburg, ne? Ne, wir fahren nach Coastline Mining. Das heißt, entweder vor. Ne, eigentlich müssen wir durch Burns durchfahren dann. Wenn wir jetzt dem Schild vertrauen mit den 112. Ebenso wie wir unserem Navi vertrauen. Es ist aber echt super nice, hier durch die schönen Landschaften zu fahren in Amerika. So, die Highway-Fahrten sind echt cool. Also, eigentlich ist alles cool. Ich lieb's. Und auf 25 bei der Durchfahrt von Vail. Es waren auch nicht 25, die kommen noch, aber. Dann beschuldige ich mal nur kurz. Oder bleiben wir bei der 30? Ich glaube, wir bleiben bei der 30. Vail ist sogar noch ein relativ kleines Örtchen, wo man nicht ganz mit 25 durch muss. Ich bin in der Nachtlieferung, 10 Uhr. Ich hoffe mal, da steht nicht allzu viel im Weg bei Coastline Mining. Bei unserer Abladestelle. Es ist eigentlich immer wieder schön, so die Steppe hier zu haben. Davor noch mal grün.
Ich gehe nochmal auf 445 über unter sicherheitshalber. Jetzt kann ich zumindest wieder ein bisschen durchbeschleunigen. Bis zur nächsten Kurve, die mit 35 empfohlen ist, was auch Sinn macht. Wobei sie ist nicht empfohlen. Caution. Please mind the speed limit. Also nicht nur empfohlen, sondern sie war sogar vorgeschrieben. Was ich eigentlich auch vom Schild abnehmen können. Oh ja, Skybox. Bin ich mal gespannt, wie denn auch Sonnenuntergänge sind. Also es wird nice werden. Noch nicer, um genau zu sein. Er fährt zwar von Coastline Mining einen Trailer, aber er wird nicht zu Coastline Mining fahren. Der Kollege vor uns. Hätte natürlich auch noch was, ne? So, wenn man teilweise längere Wartezeit hat, um abzuladen oder so, um zu laden. Weil dort Verkehr ist, aber war, glaube ich, eher schwierig zu implementieren, ohne dass die dann plötzlich wegploppen. Also könnte man höchstens so machen, dass sie eine Runde drehen auf dem Firmenhof oder so, aber ob das so sinnig ist, ist halt die andere Frage. Noch eingeschert. Diese Rumschleicherei. Die fährt auch bestimmt Dynamit oder so, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was in den Trailern verfrachtet wird. Auf alle Fälle keine Erze. Er hätte ja einen Schüttgut-Trailer. Go straight. Ich wüsste auch nicht, wo ich sonst hin sollte. So, es ist außerhalb, es ist durch, ja klar, wir fahren nochmal durch. Wir haben noch eine Maut, also nehmen wir die Maut auch nochmal mit, habe ich gehört. Ach, Maut, die Waage, meine Güte, ich komme hier auf Maut. Schon wieder voll in ETS-Wald gewesen. Wunderbar. Haben wir die Waage auch hinter uns? 100% Waage. Nix Bypass. Irgendwie ist das Gefühl auch random geworden. Ich habe das Gefühl, zumindest sonst immer gehabt, dass wenn man eine relativ hohe, wie heißt das? Wenn man eine hohe Bewertung hat, dass man da eher durchkommt mit. Aber
wirkt mittlerweile irgendwie nicht mehr so. Weil ich glaube, ich werte mich da hoch auf bis zu 25. Also ich bin noch im unteren Bereich, glaube ich. Turn left. Folgen wir der State Police zu Coastline Mining. Caution. Please mind the speed limit. Stay right and then turn right. Turn right. Beschleunige ich nochmal kurz durch. Caution. Please mind the speed limit. Here we are, safe and sound. Und ich glaube rückwärts rein, oder? Sieht sehr stark danach aus. Jawohl. Da war ich auch noch nie. Weder zum Laden noch zum Abladen. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Spät, würde ich sagen. Bisschen früh. Machen wir es nicht einen M-Rutsch. Offenbar. Aber Hauptsache drin. Auszeichen Halloween Treats von Durango nach Burns geliefert. Gefahrenstrecke 892 Meilen. Dauer 1 Stunde 15. 140 Kalorienverbrauch. 122. ATS World Flags Auftrag. Es gab 66.800 Dollar dafür und knapp ein neues Level mit 1.900 Erfahrungspunkten. Aufgründet und so. Wir fahren einfach noch hier zur Werkstatt und so, legen uns dorthin. Okay, here we go. Glatt, nice. Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Get ready to turn left. Ich repariere den Truck dann eventuell auch noch mal ein bisschen. Damit da nicht gemeckert wird. Turn left.
Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Go straight. Ein bisschen Abstand. Dass der Platz auf jeden Fall reicht. Gut, dass ich es gemacht habe. Gut, dass ich den Platz gelassen habe. So, Licht kann ich mittlerweile auch anmachen. Oh, das ist hell. Bis dato bleibt es bei den 52 Miles per Hour on average. Wie ist der Antenat? Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind the speed limit. Dann verhält ich ein bisschen schneller. Bleib bei der 35. Dann wollen wir mal abbiegen. Eine Dip. It's all over now. Ja. Ich nehme mich einfach hier hin. Und das andere machen wir dann ein andermal, nächstes Mal. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.